machen. Ich weiß nicht, wie ich hier auf die Schiene komme, dass sie. Na, geht nicht. Also so wie sie redet, hätte sie schon bestimmt Lust hier. Das Erfolgsfest in Abendsberg. Leicht angetrunken, sonst top. Wunderbar, freut mich. Nur leicht angetrunken? Dann war das nicht so ein tolles Volksfest, wa? Rar, schaut euch mal an, hey. Sie hatte schon voll Lust hier. Mit Musik währenddessen viel Spaß zu haben. Aber wundert mich echt, Leute, dass ich über Handy-Internet streamen kann. Ich habe jetzt mit Handy bin ich hier eingewählt. Also eingewählt. Ich bin halt online mit Handy sowieso. Aber streamen über das Handynetz. Nice, nice. Hab zwar 118 verworfene Frames, was normalerweise nicht vorkommt. Aber es passt, freut mich. Ja, sie findet Twitch-Gags und The Sims toll und bei ihrer Mom kann sie nicht gucken. Ist sie denn noch morgen da? Hier, Ella? Oder wann, wie lange hast du sie eigentlich? Lustig, gemein, freundlich. Einladen zu, nee, also. Ich kann mit der nichts Krasses machen. Würde ich mir das so vorstellen. Unfug. Mit Handyschockerei legen ist auch nur Blödsinn. Zur falschen Party einladen. Gemein. Nee, sind wir nicht gemein. Sind wir lustig ein bisschen. Über Mode scherzen. Lustig. Dann Witz über Sunset Valley machen. Ich glaube, in dem komischen Ort wohnen wir. Lustig. Jemand parodieren ist auch nicht schlecht. Da haben wir ja gut geskillt, das Ganze. Freundlich dann wieder. Bitten abzuhängen von mir, das machen wir nochmal. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen von Vodafone. Sekunde. Sekunde hier. Hoffentlich geht das jetzt nicht weg hier. Ja, genau, Vodafone und so weiter. Dass das Guthaben verbraucht ist, aber es ist egal, es stimmt nicht, das ist nur so. So. Den letzten Kuss kannst du dir bei Felix abholen. Nee, ich fange nichts mit Männern an. Das lass mal lieber. Schau mal, die hat überhaupt. Wie krass, sie ist mit einer guten Freundin. Wir sind ja bald beste Freundinnen. Und die hat überhaupt keinen Spaß mit dir. Sie trinkt Alkohol, hat keinen Spaß. Das ist ja krass. Nee, ich bringe sie heute wieder weg. Muss Montag wieder zur Schule. Ah, okay. Ist das dann direkt nachmittags, mittags? Sarp Samba, Hamso. Machen wir mal weiter. Ich spule ein bisschen vor, da ich das Ganze jetzt ein bisschen blöd finde gerade. Ich möchte ja nicht nur erreichen, dass wir hier. Okay, Spaß hat sie jetzt gehabt. Jetzt müsste es gehen. Nee, verdammt, hier steht nämlich spitzbübisch bedrängen. Muss doch mal so sein. Das ist ganz krass hier. Verrückt anfunkeln. Das muss doch jetzt ein bisschen in die richtige Richtung laufen. Ich mir das vorstelle nicht. Hey, Clone Wars, Nick WB. Die hat sich voll kaputt gelacht hier. Was habe ich denn gemacht eigentlich hier? Okay, hat sich voll kaputt gelacht hier. Geschichte, geschickte Entschuldigung. Andeut Mutter seinen Lama. Das ist auch immer so komisch hier. Geschickte Entschuldigung. Jetzt geht sie. Habe ich sie jetzt beleidigt? Naja, ist ja egal. Ich habe das eh nicht verstanden. Wieso ich sie nicht direkt kokett begrüßen konnte. So, nach diesen anstrengenden Unterhaltungen hier müssen wir was essen. Achso, wir müssen was zubereiten. Verdorbenes Essen aussortieren machen wir. Deswegen können wir das hier. Ist egal.
Mittags da ich gute 2 Stunden hin und wieder zurück, auch 2 Stunden Fahrrad. Wow, okay. Ja, okay, das ist ja, ist ja schon ein guter Weg, 2 Stunden, keine Ahnung, so zu 150, 200 Kilometer, 2 Stunden kommt schon hin, wa? Natürlich, der GW war, ich wäre jetzt gewundert, muss einen betrunkenen Commander abhängen. So als Strafe, wa? Als Strafe muss man mit dir abhängen hier. So. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Schauen wir mal, was gibt's denn da Schönes hier? Lachs in Kräuterkruste. Ja, das ist ja hier. Was ist denn das teuerste überhaupt? Wir sind ja reich, wir können es ja gönnen. Wir sind ja E-Sportler. Aber mach mal doch Lachs in Kräuterkruste. Würde ich jetzt in echt nicht essen, aber gut. Wir machen natürlich eine Partygröße für 29 Dollar. Bucks hier. Ich verstehe kein Wort, Kappa. Wir sind hier Uschi und müssen uns immer Partygrößen zubereiten, damit wir den ganzen Tag was zu essen haben. Das ist ja eine Ehre. Ach so, eine Ehre, keine Strafe. Okay, dann habe ich etwas falsch verstanden. Ja, die muss ich hier zubereiten. Ach so, nee, die muss ich erstmal abwaschen. Haben wir heute frei? Ja, wir haben heute frei. Also passt auf, wenn hier jemand auf über der Stra Stopp, apropos jemand über die Straße gehen. Moment, ist das nicht Bella? Nadja. Nadja Meier. Wie steht unser Verhältnis zu Nadja Meier? Egal, finden wir es heraus. Kokett vorstellen. Yay. Scheiß auf Kochen. Hunger. Vergiss es. Machst du mit dir zusammen. Kokett vorstellen. Nicht weglaufen. Uschi. Uschi. Schnell. Nadja ist da. Uschi und Nadja kennen sich noch nicht. Uschi. Run. Run, my friend. Ja, Nadja. Ich meine, ja, ich habe, das habe ich jetzt nicht so gesagt. Jetzt schauen wir mal. So, zweideutiges Gespräch. Zweideutiges perfekt. Also. Mehr Auswahl. Romantik. Koketten Witz machen. Ah, nicht, dass wir es mit dir versauen. Ein Kuss hauchen, schon am Anfang. Händchen halten ist auch schon zu viel, aber koketten Witz machen. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht hier. Bitte beruhige dich. Stopp, was ist das? Luisa, oder? Nee, Nancy. Ach, die haben wir schon gehabt. So, wie ich immer hier richtig 180 Kilometer. Naja, die bin ich ja auch schon gefahren, um 3 Stunden Schüler-Eltern-Nachmittag mit dir zu verbringen. Ja, ist ja klar, sicher, macht man ja. Ist ja okay. Bist du richtig gut und lieb, dann passt es. Hat sie ja auch verdient. Ella. So. Das hat ihr gefallen, der kokette Witz? Nee, das kommt noch. Nee, sie will doch nicht. Jetzt ist wieder vorbei, verdammt. Jetzt habe ich es wieder versaut. Nee, doch, noch nicht ganz, oder? Jetzt stehen sie da und schweigen sich an. Aha. Jetzt hängt wieder das Ganze. Moment. Aber ich gebe sie nicht auf. Die ist echt eine ganz liebe. Schau mal, die hat hier einen Löwen oben drauf, oder was? Verrückt anfunkeln. Plaudern, lass mal gut sein. Probieren wir es nochmal. Ganz vorsichtig. Romantik. Flirten, Anmachspruch. Gestehen sich an, angezogen zu fühlen. So früh schon. So früh schon. So früh schon. Komisch, vorher war der Stream aus. Hey Platin, Surfer HD. Ja, der Stream war aus, da ich Probleme mit Internet habe. Es war ein Sturm hier bei uns. Gewitter, Hagel, alles und dann komplett Bäm, Internet, alles weg. Und jetzt bin ich über Handy online. Ich dürfte den Stream über Handy genießen. Ich habe hier Handy-Stream gerade am Laufen, mehr oder weniger. Sprich, Handy, Kabel über USB angeschlossen, Handy-Sharing gemacht und Handy-Sharing. Internet-Sharing. Über Handy und stream jetzt über Handy. Werde nachher wieder umschalten. Aber erstmal lassen wir noch ein bisschen laufen, damit nicht zu oft außen angeht der Stream jetzt. Ja, komm, gestehen sich anziehen zu fühlen. Jetzt schon so früh. Okay, will sie nicht, fuck. Mit dir doch nicht, schau dich doch mal an hier. Was hast denn du da für Handy-Uschis? Das geht doch gar nicht. Nee, 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 dich mag ich nicht.
typisch Bayern. Jein, ich hatte das jetzt noch nicht. Ich hatte bloß einmal Internetausfall. Wir streamen jetzt schon 93 Tage. Wir hatten erst zweimal Internetausfall. Einmal in 10 Minuten, einmal, glaube ich, jetzt eine Stunde oder so. Also einen sogenannten Hotspot. Genau, hier. USB-Hotspot habe ich hier. Ist ja immer hot hier bei Gags, wisst ihr ja. Geht ja 24 Stunden hot zu bei Gags. Das habe ich jetzt angewählt. Plaudern. Ich wollte jetzt schauen hier. Mehr Auswahl. Sagen wir erstmal freundlich hier. Freundlich. Erstmal kennenlernen, gemütlich. Okay. Gehen wir es halt auf die langweilige Art. Versuchen Sie, wie Sie erstmal kennenzulernen hier. Versuchen Sie erstmal kennenzulernen hier. So, ich bin die Uschi. Ja, du bist die Uschi mit Käppi, das sehe ich, aber naja. Schau dich mal so an. Keine Ahnung. Schau dich mal an, das könnte der Felix sein, der spannt hier, ist aber der Dominik. Das war gestern auch so. Das war gestern auch schon so hier. Mit dem Ganzen, dass dann immer jemand gekommen ist und zugeschaut hat, während ich auf der Straße geflirtet habe hier. Bam, das sah mir. Auf jeden Fall hier, Mau, hast du recht hier. Hast du recht hier. Schau, schau, na, nicht einmischen. Pfui, weg. Weg hier, Captain Jean-Luc Picard. Darf ich vorstellen? Jean-Luc Picard mit der perfekten Frisur hier. Hier, Halbglatze und dieser das Ganze hier. Gags, dass ich was getrunken habe, kann ja wieder gehen, wenn du magst. Nö, ist doch alles klar. Ist doch kein Problem, du. Ist doch alles gut, ist doch alles gut. Willst du die lesbisch machen? Was heißt machen? Das ist schon Frau Nummer 24 oder 25 hier. Die ist schon so, warum hat Gex so geboren? Ich spiele gerne in Spielen eine Frau, weil ich gerne einer Frau hinterher schaue, anstatt irgendeinem Mann. Interessiere mich für Frauen, deswegen spiele ich als Frau eine Frau, die sich für Frauen interessiert und ja, das ergibt sich halt dann einfach so, ne? Aber dieser komische Dominik funkt mir gerade dazwischen hier. Und zwar bitten abzuhängen. Behaupten, kriminelle Superhirn zu sein. Nee, behaupten ab hier. Bitten abzuhängen, dann können wir sie einladen zu uns. Hast du denn Lust, mit mir abzuhängen? Schon, oder? Okay, ich bleibe einen Moment. Er hier denkt sich, nee, Daumen runter. Schau dich mal an und schau sie an, du hast doch gar keine Chance. Da warte. Dem Dominik, den werde ich schon noch beweisen hier. Platin, die ist schon lesbisch, alle bekehrt. Hast du es mit der Computerspielenherstellung geschafft, TV? Was? Hast du es mit der Computerspielenherstellung geschafft? Wie meinst du, Hersteller, Computerherstellung? Ich bin E-Sportlerin im Spiel, habe auch Bücher geschrieben und Viren programmiert, Apps und alles Mögliche. Hast es mit der Computerspielenherstellung geschafft? Jein. Kannst du mir mal kurz erklären, was du damit meinst? Dann verstehe ich das auch. Okay, bitten abzuhängen, das heißt zusammensitzen. Zusammensitzen. Hast du denn Lust, mit mir zusammen zu sitzen auf meinem schönen Cinderella-Bett? Genau, hier der Dominik hier. Was soll das? Genau. Schau dir den an hier, schau dir den an hier. Der ist nicht eingeladen. Oh, hast doch nicht verdient, du. Beam mich doch einfach weg, Jean-Luc Picard. Übrigens, an alle, die mich noch nicht kennen, bin M. Was? Markus, Moritz, Uschi oder was? Gex kennst an Gelamus in Abensberg nicht? Ich sag mal jein. Nö. Anscheinend nicht. Hab ich ja vorher nicht auch nicht erkannt, dass du gesagt hast, dass du da warst. Ich glaube nicht hier. Ob sie schon Apps entwickeln kann, weil du da eine Quest hattest. Ja, kann sie. Sie kann Apps entwickeln, sie kann hacken, haben wir schon alles gehackt, sie kann irgendwelche Sachen programmieren, alles Mögliche kann sie. Also wir sind ja schon Stufe 10 des Ganzen, haben wir schon ausgeskillt hier. Das Ganze. Wir haben ja schon ganz viele Sachen gemacht. Das ist, dass ich männlich bin.
Ach so, na nee, das ist nicht klar. Ich dachte, du wärst.